Hallo Leute und herzlich willkommen. Ja, heute geht es um den Boundless Terror und Problemlösungen. Ihr wisst es bestimmt, dass der Boundless ein geiles Gerät ist, aber trotzdem zwei markante Problemchen hat, die aber ganz einfach gelöst werden können. Und das seht ihr in diesem Video. Ja, und zwar ist einmal das Problem der Neuwagengeruch. Der chemische, nach Kunststoff duftende, schmeckende Geruch. Den bekommt man oft sehr schwer weg. Aber da gibt es eine einfache Lösung. Zuallererst schaltet ihr das Gerät mal einige Male auf voller Stufe ein. Ich empfehle da immer den Konzentratmodus auf 260 Grad. Da könnt ihr das Gerät mal einige Male hochfahren und richtig schön brutzeln lassen. Das entfernt schon mal die gröbsten Gerüche. Wenn ihr damit fertig seid, also ich empfehle immer so 5 bis 10 Mal, je nachdem, besorgt ihr euch so ein Alkoholtuch, so ein Reinigungsalkoholtüchlein. Die gibt es ganz billig überall in jeder Ecke, auch auf Amazon. Und da reinigt ihr dann mal die Kammer schön durch. Hier oben alles schön durch. Ihr könnt hier den Gummipropfen schön durchreinigen, auch das Sieb. Und auch hier diese Teile und das Mundstück. Ihr könnt das pipifein zerlegen, da braucht ihr euch nicht scheuen. Boundless hat das wirklich genial gelöst, hier kann man nichts großartig kaputt machen. Wenn ihr mit der Reinigung fertig seid und es verbleibt immer noch ein Minimalgeruch oder Geschmack übrig, müsst ihr einfach nur ein paar Mal euren Vaporizer richtig schön durchdampfen mit euren Kräutern und spätestens dann dürften die Gerüche entfernt sein. So, kommen wir mal zum hauptsächlichen Problem bei diesem Gerät. Denn der Geruch geht sowieso irgendwann weg. Aber da gibt es ja noch das berühmte Sieb. Ey, das fällt ständig heraus, hätte ich gesagt. Ja, ihr kennt das Problem, es ist ultra nervig, es ist wirklich eine komplette Fehlkonstruktion, aber Gott sei Dank pfeift auf das Sieb, das benötigt ihr nicht. Stattdessen kauft ihr euch diese Siebe, und zwar die 18,5 mm 5 Pipe Steel Screens. Die sehen so aus, das zeige ich euch. Und das sind die, wenn sie nicht gerade runterfallen. Und zwar, das sind die hier, die handelsüblichen Purpfeifensiebe oder wie man es auch immer nennen mag. Nehmt ihr einfach das Originalsieb her, legt es auf das Pipescreen-Sieb und schneidet es einfach in der Größe aus. Wenn ihr das gemacht habt, klemmt ihr es einfach hier rein, hier ist es schon eingebaut und ta-da-da-da, es fällt nichts mehr raus, eine echt coole Sache. Und das Problem ist total einfach gelöst und die Siebe kosten euch vielleicht 40, 50 Cent oder sogar noch billiger, spottbillig. Und sogar wenn diese Siebe einen Euro kostet, die bekommt hier 5 Stück. Und dadurch, dass das Sieb nicht mehr so leicht herausfällt, ist kein Thema mehr. Und falls ihr es mal reinigen wollt und rausholen wollt, braucht ihr im Endeffekt nur einen Gegenstand nehmen, wie zum Beispiel, ihr könnt hier so einen Nagel nehmen oder nehmt eine Ahle oder nehmt einen spitzen Schraubenzieher und pult, oder könnt ihr natürlich auch eine Pinzette nehmen, das geht auch hervorragend, oder ihr nehmt einfach das Boundless Tool, was im Lieferumfang dabei ist. Und dann pult ihr ganz vorsichtig mit viel Gefühl das Ganze raus, das geht ganz fix in 5-10 Sekunden habt ihr das Sieb heraus und ihr könnt es reinigen und wieder reinstecken. Ihr müsst nur schauen, dass die Kanten schön aufliegen beim Reindrücken. Das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Dampft noch ordentlich und ciao!